Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Keine Corona-Hilfen für Macho-Betriebe. So lautete die Schlagzeile einer großen Sonntagszeitung unmittelbar vor dem Koalitionsgipfel im Juni, wo die umfassenden Konjunkturhilfen beschlossen wurden. Als Frauenministerin forderten Sie dort, Frau Dr. Giffey, dass Unternehmen nur dann Geld aus dem Konjunkturprogramm bekommen, wenn sie sich auch zur aktiven Gleichstellung bekennen. Eine absolut wichtige Forderung. Genauso etwas bräuchte es jetzt, um der Gleichstellung hierzulande einen Schub zu geben. Aber leider kann ich Ihnen kein Lob aussprechen, denn mehr als das Interview dazu gab es von Ihnen nicht. Von konkreten Hilfen für Frauen war im milliardenschweren Konjunkturprogramm dann leider nichts mehr zu finden. Und nicht nur das. Die große Ungerechtigkeit beim Kurzarbeitergeld für Frauen, meistens Frauen in Steuerklasse 5, haben Sie immer noch nicht ausgeräumt. Frauen verlieren hierdurch bis zu mehreren hundert Euro pro Monat im Vergleich zu Steuerklasse 3. Und das geht nicht, und das wissen Sie auch. Kolleginnen, die Krise hat uns gezeigt, dass die Wirtschaft nur funktioniert, wenn vor allem Frauen sich kümmern, sei es unbezahlt mit Sorgearbeit, Homeschooling und Haushalt oder bezahlt als Pflegekraft, Erzieherin oder Supermarktkassiererin. Die Krise hat uns schmerzhaft vor Augen geführt, dass der Stand der Gleichstellung von Frauen und Männern nicht so weit ist, wie viele sich das wünschen. Wir müssen jetzt die Chance zum Umsteuern nutzen und unser Land modernisieren und vor allem krisenresilient machen. Und nicht nur, wenn wir Frauen, und nicht nur deswegen, weil wir Frauen endlich den Weg frei machen müssen. Die Normalität kann nicht weiter sein, sich dreifach anstrengen zu müssen gegen Diskriminierung, gegen Doppelbelastung und außerdem gegen alltäglichen Sexismus. Gerechte Entlohnung, gerechte Rente, gerechte Verteilung öffentlicher Mittel gleichermaßen für Frauen und Männer und gerechte Aufteilung von Macht, Einfluss und Repräsentanz, das ist mehr als überfällig. Kolleginnen und Kollegen, der Schutz vor Gewalt ist ein Menschenrecht. Deutschland hat sich mit dem Beitritt zur Istanbul-Konvention verpflichtet, Frauen in Deutschland umfassend vor Gewalt zu schützen. War die Frauenhilfestruktur schon vor der Pandemie mit 16.000 fehlenden Frauenhausplätzen massiv unterausgestattet, hat sich diese Problemlage unter Corona noch verschärft. Und Frau Ministerin, Sie haben mit dem Ausbau des Gewalttelefons sowie einer groß angelegten Öffentlichkeitskampagne einen wichtigen Beitrag in der Krise geleistet. Aber das reicht nicht. Es kann nicht sein, dass eine hilfesuchende Frau bei der Gewalthotline gesagt wird, dass es für sie und vielleicht ihre Kinder keine Unterbringung in der Not gibt. Gewaltschutz ist eine staatliche Aufgabe und muss auf Dauer gesichert werden, auch vom Bund und nicht eben nur von den Ländern. Und wir haben als Grüne bislang als Einzige einen Vorschlag zur Frauenhausfinanzierung vorgelegt mit einem individuellen Rechtsanspruch. Wo ist Ihre Lösung? Ich kann nur sagen, klar ist, dass Gewaltschutz nicht mehr warten kann. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Frauen werden nicht nur im Alltag, sondern auch im Netz bedroht und angegriffen. Und auch weibliche Abgeordnete werden in diesem Haus mit Sexismus konfrontiert. Da ist es mehr als notwendig, die Umgangskulturen und auch diese Dominanz von Männern in diesem Haus zu ändern. Das muss aufhören. Wir Frauen haben eine fraktionsübergreifende Initiative auf den Weg gebracht mit 5 Fraktionen für mehr Frauen im Parlament. Aber Sie haben zur Parität aus meiner Sicht hier nichts beigetragen. Schweigen im Walde. Von einer Frauenministerin erwarten wir mehr bei einem Frauenanteil von 30,9% in diesem Haus. Das Thema auszusitzen und in die nächste Wahlperiode zu schieben, das ist eine verpasste Chance für die Repräsentanz von Frauen im Bundestag. Und wir Grünen und Linken bleiben dran und werden unseren Gruppenantrag, der leider von Ihnen nicht mehr unterstützt wird, hier zur Abstimmung stellen. Da können Sie dann Farbe bekennen. Ich sage, es ist Zeit für mehr Geschlechtergerechtigkeit und Repräsentanz auch in diesem Haus. Vielen Dank.